Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees82 mit einem neuen Steelbook-Update-Video für euch. Oh my goodness, ein Update-Video. Ja, ich muss gestehen, ich habe ein Paket von Amazon bekommen, da waren jetzt drei Steelbooks drin und dachte mir, ach komm, bevor jetzt eben einzelne Steelbooks mache, gibt es jetzt eben alle drei auf einmal. Und ja, ich kann nur sagen, am besten mal bei Amazon Italien vorbeigucken, denn da könnt ihr echt einige Schnäppchen machen. Und jetzt habe ich eben hier welche ausgesucht, die mich interessieren, diese Filme. Einen Film wollte ich mich auf Deutsch holen, auf Blu-ray Steelbook, aber da habe ich gesehen, Momente mal, in Italien gibt es dasselbe Steelbook auch in der 4K-Auflage, sogar mit deutschem Ton und vor allem günstiger als die deutsche Blu-ray-Variante. Also nehme ich mir gleich mal italienische mit. Vor allem das Steelbook ist eh nicht gerade das schönste Motiv, gebe ich zu. Und zwar einmal habe ich den Film mitgenommen, einen John Woo-Film mit Van Damme. Ja, ein Film für meine Van Damme-Sammlung. Also es könnte sein, dass auch dieser Film demnächst in einem Warhees schon an Video mal landet, und zwar Hard Target oder auch Harte Ziele. Das Steelbook ist hier eben aus Italien. Dann einmal Knock at the Cabin, ein M. Night Shyamalan Film. Wie ich schon sagte, das ist eben dieses Steelbook, wo es in Deutschland auch nur die Blu-ray-Fassung gibt im Steelbook, und das Steelbook ist echt extrem hässlich wie Nacht. Aber habe ich jetzt für 21 Euro gekauft mit 4K und mit Blu-ray und alle beide mit deutschen Ton. Und da muss ich sagen, drücke ich jetzt mal Auge zu und habe ihn mir jetzt mal mitgenommen. Der Film klingt interessant, auf Italienisch natürlich nicht so wirklich zum Lesen. Und noch ein Steelbook, was ich, ja, den Film finde ich extrem cool. Und zwar ist der Italian Shop, das es auch nur in Italien zu kaufen gibt, dieses Steelbook, oder allgemein in anderen europäischen Ländern, nur nicht in Deutschland. Wir machen mal die Folien runter und dann gucken wir uns mal ein Steelbook nach dem anderen an. Bevor ich erstmal dazu komme, erstmal kurz hier nochmal zu Hard Target. Denn bei Hard Target gibt es auch noch eine Collector-Sektion. Die ganze schaut hier so aus. War mir ein bisschen zu teuer, denn der Film, ja, wie gesagt, ich bin immer ein wenig skeptisch bei Van Damme-Filmen. Und dann, okay, das Steelbook langt mir jetzt hier voll und ganz. Da braucht eben hier keine Collectors-Box mit Poster und Artcards. Das Steelbook ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, hier nochmal dann der Hinweis zu der Collector-Edition, ist aber auch ja so ähnlich wie das englische, zumindest italienische, mein Gott, das englische Steelbook, und wir haben auch hier eine echt coole Prägung. Und das sehen wir uns auch gleich an in der Ego-Perspektive. Mit dem geht es auch gleich los und wir fahren mal die Kamera nach unten. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem ersten Steelbook aus Italien, nämlich hier Hard Target, ein John Woo-Film oder wie gesagt auch auf Deutsch Harte Ziele. Und ihr seht hier schon, wir haben hier echt ein extrem geiles Steelbook. Das Ganze hat 30 Euro gekostet und muss hier echt sagen, das Steelbook ist hier wirklich ein Steelbook der alten Generation mit Rahmenprägung, mit ansonsten mit sehr starker Prägung auch hier, und macht wirklich echt einiges hier. Auch ein Hochglanz haben wir auch hier bekommen, und das Steelbook schaut hier wirklich hervorragend aus. Aber kleiner Kritikpunkt hier, die 4K-Version hat leider keine deutsche Tonspur, nur die Blu-ray hat eben eine deutsche Tonspur mit dabei, und auch das langt mir erstmal auch vollkommen aus, um den Film mal anzugucken, mal gucken, wie dieser Film auch sein wird. Die Banderole ist hier festgeklebt mit Klebepobeln, die lösen wir erstmal ab. Aber bevor wir es machen, erstmal kurz hier die Inhaltsangabe auf Italienisch, steht hier oben drauf. Steelbook Edition Limitata. Und eben hier auf Inhaltsangabe ist auf Italienisch. Und hier für euch zum Nachlesen, für euch die technischen Daten auf 4K Ultra. Die haben wir gesagt, hier keine deutsche Tonspur, aber dafür auf Blu-ray Disc. Tedesco ist hier, wie gesagt, die deutsche Tonspur mit dabei. Und der Film geht sage und schreibe 99 Minuten. Das finden wir hier in diesem kleinen Bereich hier. Und zwar nämlich genau hier. Jawohl, so wie schon mal zu der Banderole. Wir machen mal die Folie, zumindest die Klebepobel weg. Ich bin ein bisschen vorsichtig wieder. Mal eben, dass da nichts kaputt geht. Nummer 1. Und Nummer 2. Jawohl, so wie schon mal
die beiden Rolle sind abgegangen hier. Oben 2, unten 1. Und jetzt das Steelbook. Also muss ich echt sagen, das schaut hier wirklich extrem gut aus. Das kam am 22. Juni kam das heraus. Der Film ist aus 1993. Ich habe ihn noch nicht gesehen, wird aber wie gesagt auch demnächst passieren. Eben ein Van Damme-Film und hier nochmal die extrem schöne Prägung. Auch das Motiv ist auch hier recht scharf gedruckt worden. Dann hier Hard Target, John Woo-Film. Und ansonsten haben wir auch eine Rahmenbringausserung mit dem Schriftzug und auch hier den Titel mit Prägung. Also auch hier wirklich sehr strikt. Ja, man hätte auch eventuell noch diesen Pfeil noch prägen können. Wäre auch sehr stark gekommen. Aber jetzt lassen wir mal alles entspannt angehen, denn auch so schaut schon hier sehr, sehr schön aus. Dann haben wir hier den 2. Oben, wie gesagt, hier oben Hard Target in der Mitte geschrieben und unten das Universal-Logo. Und hier eben dann auf der Rückseite haben wir hier nochmal dann die Hundemaike von Binder Douglas B. Und auch das kann ich auch sehen lassen. Hier natürlich auch mit Prägung auch ein bisschen schöner geworden, aber auch das ist auch vollkommen noch in Ordnung. Innen drin schaut das Ganze hier so aus. Wir haben hier wieder eine 4K-Disc. Diese sieht hier so aus. Wie gesagt, hier ist keine deutsche Tonspur mit dabei, für euch zum Wissen. Und einmal hier die Blu-ray-Disc. Diese hat eine mit dabei. Und auch hier die Motive schauen auch ganz gut aus. Auch ein Innenmotiv gibt es auch noch mit, ja, Jean-Claude Van Damme mit langen Haaren. Auch hier haben wir ein zusammenhängendes Hintergrundmotiv, was ein bisschen schwer zu erkennen ist. Er rennt von Flammen weg. Hier ist ein Transporter explodiert. Leider wirklich viel mehr erkennen wir auf diesem Bild hier nicht. Aber trotz alledem ein sehr schönes Steelbook. Hier nochmal kurz von innen und nochmal immer kurz von außen. Und muss hier echt sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Steelbook zu holen. Wie gesagt, Kostenpunkt war, dass dieses Steelbook jetzt bei Amazon Italien knapp 30 Euro, 29,99 Euro. Jawohl, das ist schon mal das erste Steelbook gewesen, was ich mir geholt habe aus Italien. Und dann machen wir auch dann direkt weiter mit dem weiteren Steelbook, was wirklich extrem günstig war. Und zwar das Steelbook zu Knock at the Cabin, ein M. Night Shyamalan Film. Das Steelbook kam in Italien am 25.05. heraus und dieses Steelbook ist gerade im Angebot für gerade mal 21,99 Euro. Ein Kauflink findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, die 4K-Disc als auch die Blu-ray-Disc haben hier auch eine deutsche Tonspur mit dabei. Also hier lohnt sich auf jeden Fall zuzuschlagen, denn wie gesagt, in Deutschland gibt es dieses Steelbook nur auf Blu-ray-Disc und kostet auch gleich mal 3 Euro mehr. Und da das Motiv eh nicht der Oberburner ist und eher wirklich bescheiden ist, dachte ich, okay, für den Preis kann man jetzt eigentlich hier nicht mehr meckern. Und auf den Film bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, wie denn der Film sein wird. Wir werden mal die Folie runter machen. Wir machen aber, bevor wir jetzt hier auch noch machen, erstmal hier kurz gleich die Banderole. Ist eh alles auf Italienisch, also man kann eh hier nicht wirklich was viel verstehen. Aber hier für die technischen Daten, der Film geht sage und schreibe. Jetzt haben wir hier, wo steht es denn wieder bei dem? So eine Suche nach der Laufzeit des Filmes. Ich glaube, ich habe es nicht gefunden, glaube ich. Nee, also hier finde ich es jetzt echt nicht. Ich habe schon vorhin mal geguckt, aber ich finde es echt nicht mehr. Vielleicht seht ihr das ja. Wenn ihr es seht, dann habt ihr es gelesen, dann passt es ja auch. So, hier die technischen Daten, wie gesagt, Ultra HD und Blu-ray Disc. Und wir haben eben hier Tedesco und Dolby Atmos sogar mit dabei. Und hier auch nochmal auf Blu-ray Disc ebenfalls Tedesco Dolby Atmos. Also hier ist wirklich auf beiden Discs eine Dolby Atmos Spur drauf auf Deutsch. Also hier kann man wirklich nicht meckern, vor allem für den Preis. Über Steelbook, ja, kann man meckern, denn das ist wirklich nicht sehr schön. Also mir gefällt es eigentlich überhaupt nicht, aber ich wollte den Film unbedingt mal sehen. Und da dachte ich mir, okay, wenn es schon diesen Film in 4K gibt auf Steelbook, dann wird es auch geholt aus Italien. Die Folie ist natürlich hier extrem fest dran. Müssen wir kurz ein bisschen abziehen. Jawohl. Und ist auch schon unten. Und die Banderole lässt sich eigentlich ganz gut ablösen. Ja, also hin und vorne drauf ist es natürlich jetzt kein Oberburner Steelbook. So, hier nochmal die ganze Banderole an sich. Hier eben dann die italienische Busano alla Porta.
denke mal, das langt mit der Banderole. So, und jetzt zum Steelbook. Ja, wie gesagt, das Steelbook. Boah, Alter, wie kann man nur sowas machen? Wie kann man nur so ein Steelbook entwerfen? Ich frage mich immer wieder, wer hat so viel gesoffen, um sowas zu designen? Es ist einfach nur grausam. Oder bin ich jetzt vielleicht zu pingelig? Findet ihr denn dieses Covermotiv schön? Jetzt seid doch bitte mal ehrlich. Ist dieses Covermotiv schön? Ja, natürlich ist es cool mit den Händen da, dass eben jetzt die Darsteller sind. Aber ansonsten, was? Ja, aber wie gesagt, ist es immer Geschmackssache. Gnock at the Cabin. Heben die Hand, die auf das Haus runtergehen. Dann haben wir hier den Spine. Und dann haben wir hier nochmal dann das Haus. Und außerdem eben dann die vier Darsteller. Wenn wir es aufklappen, ja, wow, ein zusammen. Nicht zusammen, das Hintergrundmotiv, man hat es fast gedacht, aber nein, ist er auch. Aber hier ist es nämlich ein bisschen weiter oben verschoben. Ja, das Steelbook ist, wie gesagt, jetzt nicht mein Fall. Auch hier haben wir eine kleine Delle, aber das ist okay für mich. Ich wollte es eigentlich noch mal zurückschicken. Das lasse ich jetzt einfach erstmal gut sein. Oder ich gucke mir den Film an und sage mir, okay, der Film ist eh schlecht, dann geht er wieder zurück. So, hier einmal das Steelbook, dann Innenmotiv. Ja, hier haben wir schon mal ein schönes Motiv. Das hätte man wunderbar auch als Steelbook machen können, als Covermotiv. Also viel schöner als das andere. Aber ist aber auch ganz schwer. Und hier seht ihr schon, überall sind auch hier die FSK 16 Aufkleber mit dabei. Also dieser Film hat auf jeden Fall deutsche Tonspuren mit dabei. Und innen drin, ja, das Motiv ist genauso wahnsinnig spektakulär. Nicht wie auch schon von vorne herum. Also alles beide ist dann wirklich doch eher zum Würgen. Also ich finde es einfach nur grausam. Gut. Aber ich bin auf den Film gespannt. Habt ihr den Film schon gesehen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare rein, würde mich freuen. Und auch mir mal einen kleinen Hinweis geben, ob der Film auch mir gefallen könnte oder auch nicht. Und dann geht es doch direkt weiter mit dem letzten Steelbook, und zwar mit dem Steelbook zu The Italian Job aus dem Jahr 2003. Und wir haben hier eben den Film mit Edward Norton, Charlize Theron und Mike Wahlberg. Und auch in einer ganz kleinen Rolle haben wir auch hier den wunderbaren Jason Statham. Dieses Steelbook gibt es ja außerhalb von Deutschland eigentlich überall. Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien. Aber die Deutschen gehen hier leer aus mit diesem Steelbook. Hat auch hier keinen deutschen Tonspur mit dabei. Aber ich habe den Film auf Blu-ray Disc und dann kommt da dann die Disc mit rein. Und wenn dann der 4K-Disc mal ein bisschen günstiger wurde in Deutschland, dann wird auch die geholt. Ansonsten passt es auch erstmal so. Auch hier nochmal die Folie mal runter. Wie gesagt, hier haben wir weder auf der Blu-ray Disc noch auf der 4K-Disc eine deutsche Tonspur mit dabei. Und das Steelbook kam auch schon am 18. Mai heraus, also auch noch ein bisschen länger draußen. Ist auch noch verfügbar, auch recht günstig, knapp auch 21 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Also auch hier kann man auch jetzt hier nicht sehr viel rumjammern von den Preisen her. Ja gut, es fehlt eine deutsche Tonspur, das schon, das kann man jammern. Und ja, bevor wir dazu kommen, erstmal also kurz die Banderole, 4K Ultra D-Disc und Blu-ray Disc enthalten. Dann haben wir Italian Job. Einmal die italienische Inhaltsangabe zu dem Film, ein paar Szenenfotos, dann hier die Credits und hier haben wir auch dann noch die ganzen technischen Daten. Und wie ich schon sagte, es gibt hier keine deutsche Tonspur. Der Aufkleber ist auch hier wunderschön draufgeklebt, auf die ja, Tonspur mit drauf und der Film geht 110 Minuten. Das lesen wir hier heraus. 1 Ora und 15 Minuti, also 110 Minuten. Ja, so wie schon mal zu der Banderole. Das Steelbook finde ich ganz gelungen. Gefällt mir auch, hier auch ganz gut. Wir haben auch hier sogar einen Glanzeffekt mit den gelben Streifen. Und eben hier eine Teilung eben der Charakter. Hier ein Jason Statham, Charlize Theron, Mike Wahlberg und auch hier haben wir dann noch den Edward Norton. Vom Druck her ist auch das Steelbook auch sehr gut geworden. Gefällt mir auch hier sehr gut. Wenn wir hier rangehen, passt es auch ganz gut. Italian Job, hoppala, gute Reaktion, hä? Und dann haben wir hier noch dann den Spine, oben das Paramount-Logo, dann das Italian Job und auch das Rückartwork gefällt mir auch hier sehr gut. Die kleinen Mini-Cooper hast du sogar hier mit einem Glanzeffekt versehen und das ist doch hier schon mal sehr schön gemacht worden. Und hier ist auch eine Delle, ich glaube, das werde ich auf jeden Fall bemängeln, das mache ich auf jeden Fall.
So, innen drin schaut das ganze Steelbook hier so aus. Dann einmal hier die Blu-ray-Disc und einmal hier die 4K-Disc. So schaut das Ganze hier aus. Und noch einmal kurz hier das Innenmotiv. Und kann nur sagen, echt wahr, das Steelbook ist hier wirklich sehr schön geworden. Gibt auf jeden Fall wesentlich Schlimmeres. Ich sage bloß, ja, genug Etsy Cabin. Das ist wirklich schlecht. Aber so dieses Steelbook ist dann doch ganz schön geworden. Ja, liebe Filmfreunde, und das waren auch schon die drei Steelbooks, die ich mir aus Italien geordert habe. Hier nochmal alle kurz im Überblick. Einmal hier Italian Shop, dann Gnock at the Cabin und einmal hier Hard Target. Und wer hier der Gewinner ist vom schönsten Steelbook, das ist eigentlich recht einfach. Auf jeden Fall Hard Target, dann Italian Shop und dann ganz zum Schluss Gnock at the Cabin, das wirklich eher bescheiden aussieht. Auch von hinten drauf sieht das Ganze nochmal so aus für euch. Und auch da hat für mich diesen sogar Italian Shop gewonnen. Einfach aus dem Grund, weil auch hier eben die hier mit einem Glanzeffekt versehen worden sind. Und ja, das waren auf jeden Fall die drei Steelbooks aus Italien. Ihr könnt auch gerne mal selber mal gucken, ob ihr euch die holen möchtet. Und dann geht es nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war nun das Steelbook-Update aus Italien. Einmal hier mit Hard Target, mit Van Damme oder Harte Ziele. Das Steelbook ist wirklich extrem schick geworden, gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, Kauflink alles unten in der Videobeschreibung, wenn es noch verfügbar ist, wohlgemerkt. Dann Carbon at the Woods, Gnock at the Cabin, so heißt dieses Filmchen. Nicht andersrum, ist auch ein Film, aber nicht dieser Film. Ja, das Steelbook ist einfach wirklich... nicht wirklich schön, aber für den Preis konnte ich mir jetzt eigentlich auch nicht widerstehen von knapp 21 Euro für 4K-Disc und Blu-ray-Disc mit deutschen Tonspur. Also hier, wenn der Film interessiert, könnte ich die jetzt wirklich holen. Ansonsten einfach warten, bis eventuell dieser ganze Film auch ein bisschen günstiger wird. Aber das Steelbook ist wirklich bescheiden. Ja, das zweite Steelbook, das dritte Steelbook ist eigentlich ganz gut geworden hier mit The Italian Shop. Hier großer Kritikpunkt, keine deutsche Tonspur, aber ist ja auch ein italienisches Steelbook. Und von daher ist es auch okay. Steelbook ist hier wirklich sehr schick geworden. Vor allem auch die Rückseite gefällt mir hier. Bis auf eben ja, die kleine Delle hier, die wir hier haben. Und denke mir auch, das geht es auf jeden Fall zurück. Und lasse ich mir auch ein neues schicken. Ja, das waren die drei Steelbooks. Habt ihr euch auch schon welche geholt von diesen Steelbooks? Dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö. Und... Thank you.